Stand 15:52 Uhr, Lesedauer 5 Minuten. Anhänger des rechtsextremen Rassemblement National von Marine Le Pen, Populismus als Protest gegen Globalisierung. Quelle AFP. Getty Images. Der Politikwissenschaftler Philipp Manoff sieht die Ursache des Aufstiegs populistischer Parteien in Verteilungskonflikten. Fremdenfeindlichkeit und Elitenhass seien nur die Folgen. Die Debatte drehe sich zu sehr um die Moral der Wähler. Welt, sie stufen den europäischen Süden pauschal als linkspopulistisch ein. Ihren Untersuchungen zufolge neigen etwa Italiener und Griechen nicht dazu, rechtspopulistisch zu wählen, weil die Migranten ohnehin weiter nach Nordeuropa gezogen sind, wo der Sozialstaat großzügiger ist. Doch nun ist die rechtsextreme Lega in Italien Teil der Regierungskoalition geworden. Ist das nicht ein Widerspruch? Philipp Manoff: Nein, denn Italien ist innerhalb des Landes ja gespalten. Die Lega-Wähler kommen vornehmlich aus dem reicheren Norden, wo inzwischen, da die Grenzen gen Norden schwieriger zu überwinden sind, nun auch Italiener die Kosten der Migration fürchten. Das schlachtet Lega-Chef Matteo Salvini aus. Eine ähnliche Entwicklung kann man in Spanien beobachten, wo die rechtspopulistische Partei Vox seit kurzem Erfolge verzeichnet. Die Migrationsroute hat sich nach Spanien verlagert und Frankreich überwacht die Grenze stärker. Das ist in der Tat eine neue Entwicklung. Welt, ihnen zufolge wird über die politischen Inhalte dieser Parteien zu wenig gesprochen, der Fokus liege zu stark auf dem Protestelement. Urheberrecht, Axel Springer: See, alle Rechte vorbehalten.